Am besten gefallen zum Thema Nachhaltigkeit ist die Kombination von Herz und Hirn. Also ganz klar, es geht bei Universitäten darum, das Hirn zu nähren und hier sehr viel Inhalte zu transportieren. Was bei Bildung für nachhaltige Entwicklung extrem wichtig ist, ist auch die Kombination mit dem Herzen, auch mit den Emotionen, auch die Motivation, auch das Gefühl. Und ich glaube, dass gerade so ein Thema wie das Leben selbst wohl nicht besser transportiert werden könnte. Es braucht es eben Projekte, die all das holistisch umsetzen. Dafür ist auch der Sustainability Award da und solche Initiativen werden auch ausgezeichnet. Zu Recht. Hallo, ich bin der Clemens Mader von der Universität Graz und wir haben 2010 den Sustainability Award in der Kategorie regionale Entwicklung für das RCE Graz Styria gewonnen. Das RCE Graz Styria ist ein Regionalzentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo wir eingebettet in ein internationales Netzwerk von 85 RCEs weltweit versuchen, auf regionaler Ebene Nachhaltigkeitsprojekte mit regionalen Partnern umzusetzen und so einen Wissensaustausch zwischen Universität und regionalen Partnern zu schaffen. Christine Vogovic, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Wir sind die erste Hochschule, die mit dem Sustainability Award ausgezeichnet wurde, und zwar in der Kategorie Curricula und Lehre. Wir wollten nicht ein kurzfristiges Projekt, denn unter dem Wort Sustainability Award steckt ja schon, dass es etwas Langfristiges, Langanhaltendes sein soll. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, das Curriculum einzureichen, weil dieses auch über eine längerfristige Zeit wirken soll oder auch wirkt und deshalb auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit aus unserem Verständnis heraus ein besonders geeignetes Projekt war. Die versucht, im Bereich von Nachhaltigkeit Fuß zu fassen, hat da einen gewissen Benefit, weil nämlich die Forschungsvorhaben zentrierter sind, fokussierter sind und auch mehr Mittel quasi generieren können. Und es ist spannend natürlich. Ich finde, der Award ist gerade für Studierende wichtig, weil er einfach mehr Gewicht gibt, also ihre Stimme auch in der Universität, dass sie es wirklich aufzeigt, Studierende können was bewegen und werden so vielleicht auch leichter von anderen Instituten von Management dann gehört, wenn sie so auch diese Auszeichnung bekommen. Ich finde es sehr toll, dass es diesen Award gibt. Er wurde ja nun schon zweimal vergeben, 2008 und 2010. Und damit hebt sich Österreich wirklich auch im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung international hervor. Einen vergleichbaren Award gibt es eigentlich international nicht. In verschiedenen Ländern hat man schon ein Auge auf Österreich damit geworfen und versucht, diesen Award nun auch umzusetzen in anderen Ländern. Und Österreich kann mit diesem Award wirklich auch eine Vorbildwirkung international im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung sein.